Der zweite Teil, das ist 1b, das ist die Geschäftsordnung, die liegt ebenfalls oder hängt ebenfalls an. Wer also für die Annahme der Geschäftsordnung, so wie sie da vorliegt, votiert, dem bitte ich für das Handzeichen. Wer dafür ist, dagegen, Enthaltungen. Herr Unkel, war das dagegen? Nein. Aha, da hast du lange hochgehalten, alles gut. Also, einstimmig angenommen. Punkt 3, 1c. Entschuldigung, Monika Luft, Entschuldigung, da war ich eine Zeile weg. So, wer dafür ist, bitte einmal Gegenstimmen, Enthaltungen. Keine, dann würde ich bitten, dass, liebe Genossinnen, dass ihr dann zu mir kommt. Von insgesamt 46 geladenen Delegierten sind 41 erschienen. Detailliert sieht das folgendermaßen aus: von der Altstadt 8 von 8, Herbest 8 von 8, Holsterhausen 6 von 9, Wulfen 8 von 8. Lembeck, einer von zwei, Rade, 5 von 5, Altendorf, einer von zwei, Altwulfen, Deuthen, 4 von 4. Danke. Die neigt sich für mein Verständnis heute dem Ende zu. Auch wenn die Phase, sag's mal, dem einen oder anderen zu lang gedauert haben mag, das Ergebnis, finde ich, was wir, so denke ich, hier heute am Ende haben werden, das allerdings kann sich aus meiner Sicht sehen lassen und ist ausgesprochen positiv. Und die Tatsache, wenn Ortsvereine so langsam mit den Hufen scharren und sagen, na, jetzt muss aber auch wieder Bewegung rein, es stehen wichtige Entscheidungen an, dann hat das ja auch ein Positives, weil es zeigt, dass eine Erwartungshaltung da ist und dass die Partei durchaus bereit und gewillt und aktiv ist, ich sage ja, auch wieder in die Seile zu gehen. Es ist daher jetzt und heute und hier die Zeit, dass die Dorstner SPD Aufstellung nimmt für anstehende Aufgaben. Hier vor Ort in unserer Stadt, da gibt es genug Dinge, die anzupacken sind. Aber natürlich auch, wir haben ja die Protagonisten hier bei den anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen. Ich freue mich sehr darüber, dass sich, na, ich nenne es jetzt mal, junge und unverbrauchte Gesichter engagiert und motiviert heute hier zur Wahl stellen. Vor 2 Jahren habe ich gesagt, die Partei muss jünger und weiblicher werden. Ich kann auch deshalb jetzt gut loslassen, weil dieser neue Vorstand in diese Richtung ein klares Signal ist. Und zwar sowohl in die Partei hinein, aber auch, und das finde ich ganz wichtig, in seine Außenwirkung für die Bürgerinnen und Bürger in Dorsten. Das heißt auch, wir sind auf einem neuen, wir sind auf einem anderen, wir sind auf einem guten Weg. Eva, auch für dich, für die Zusammenarbeit mit dir in den letzten Jahren. Du hast so eine, ich sag jetzt mal, unbekümmert zupackende Art und Weise und deine Ideen und deine Sichtweisen, die du eingebracht hast, haben unsere Diskussionen immer bereichert. Auch von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit. Dankeschön. Auch für die Außenwahrnehmung. Ich bin, und ich wiederhole das hier nochmal, der felsenfesten Überzeugung, dass in Anbetracht der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Mitgliederentwicklung unserer Partei die Zusammenlegung der 8 Ortsvereine zu einer Organisationseinheit zwingend erforderlich ist, um als Dorstner SPD mittel- und langfristig politisch handlungsfähig und in Wahlkämpfen kampagnenfähig zu sein. Das ist aus meinem Mund nichts Neues. Und ich weiß, auch wenn der eine oder andere guckt, ja, ob wir das so allgemein umgesetzt bekommen. Exakt das habe ich nämlich auch schon vor 5 Jahren, 2011, gesagt. Und wir treten aus meiner Sicht, davon bin ich felsenfest überzeugt, in dieser aus meiner Sicht so strategisch entscheidenden Frage immer noch auf der Stelle. Aber ich werde nicht müde, heute und auch morgen nicht, hier und jetzt immer wieder zu wiederholen und auch dem neuen Vorstand, sage ich ganz deutlich, mit auf den Weg zu gehen. Es geht um die Zukunft unserer Partei in Dorsten. Es geht um die Schlagkräftigkeit und die öffentliche Präsenz der Dorstner SPD. Lange genug haben, und davon müssen wir uns verabschieden, Individualinteressen einzelner notwendiger organisatorische Reformen blockiert, und damit muss Schluss sein. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, das hat mal jemand gesagt, auch wenn die Dimension eine völlig andere ist. Aber sicherlich vergleichbar daran ist, denn der Platz passt in Bezug auf die aus meiner Sicht antiquierte Organisationsstruktur der Dorstner SPD. In dieses Land und in diese Gesellschaft hineingeboren, aufgewachsen, habe Familie, Kinder, empfinde das als meine Heimat, auch deshalb, weil ich mich im Einvernehmen
mit der Wertegemeinschaft hier zu Hause und geborgen fühle. Dieses Bild aber, das bekommt Risse. Verwerfungen, die mir Angst machen. Ich frage mich immer öfter, ob ich mich hier noch beheimate, ob ich mich hier zu Hause fühle. Angesichts eines rechten und ausländerfeindlichen Gedankengutes, das weit in bürgerliche Kreise hineinreicht. Eine Minderheit, sicher. Aber das ekelhafte Vokabular und die Haltung, die dahinter stehen, sie werden zunehmend salonfähig. Jeder hat vielleicht von euch schon mal den Satz gehört, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber ich sage nur, Leute, während den Anfängen, unser Mut zum Einschreiten, unsere laut hörbare Empörung ist bereits bei solchen Sätzen gefragt, die den Boden bereiten. Und nicht erst, wenn Brandsätze zünden, dann kann nämlich die Situation schon eskaliert und zu spät sein. Wir müssen noch sensibler werden gegenüber der immer ungenierter gebrüllten Aggression gegen alles vermeintlich andere. Eine immer stärker werdende, mit rassistischer Terminologie argumentierende, angebliche Alternative für Deutschland. Einem dumpfen Mob, der gröhlend durch die Städte rennt und wir sind das Volk skandiert. Ich weiß, das ist alles nicht die Mehrheit. Aber diese Bilder, die ich da sehe, das ist nicht mein Land. Und diese Typen, das ist nicht das Volk. Sie sind nicht das Volk. Wir haben in Deutschland kein Flüchtlingsproblem. Wir haben in Deutschland kein Flüchtlingsproblem. Das ist künstlich herbeigeredeter Unsinn. Was wir allerdings haben, das sind Menschen, die offensichtlich Probleme mit Flüchtlingen haben. Aber das ist was völlig anderes. Flüchtlinge, das sind keine Touristen, die all-inclusive Europa bereisen. Das sind Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens aus Krieg und Verfolgung, aus existenzieller Not zu uns kommen und Schutz und Perspektive suchen. Das gilt für die überwältigende Zahl aller Menschen. Daran ändern auch Zwischenfälle wie in Köln nichts. Da ändert gar nichts dran. Wir sollten uns, auch angesichts des demografischen Wandels, über jeden Flüchtling freuen, der zu uns kommt. Lassen wir uns doch nicht länger von Erdogan erpressen, soll er doch die Grenzen aufmachen. Soll sie zu uns kommen. Wir müssen jedem, der die Bereitschaft mitbringt, schnellstmöglich die Chance auf Bildung, Ausbildung und Arbeit geben. Diese Integrationsleistung, das ist die historische Chance. Wenn wir die intelligent nutzen, können wir als Gesellschaft nur davon gewinnen. Wir sind die Gewinner und nicht die Verlierer dieser Situation, wenn wir das richtig anstrengen. Mir ist bewusst, dass manche meiner Positionen auch in meiner eigenen Partei noch auf Gegenwind und bisweilen Unverständnis stoßen. Aber lasst euch gesagt sein, wer in der Frage, wie er sich zu gesellschaftlichen Fragen positioniert, nur mehr darauf schaut, was vermeintlich mehrheitsfähig und dem Mainstream angepasst ist, der wird auf lange Sicht politisch scheitern. Das gilt für unsere Performance hier in Dorsten. Das sage ich aber auch in Richtung Düsseldorf und in Richtung Berlin. Volkspartei sein zu wollen, kann aus meiner Sicht nicht bedeuten, es immer allen und jedem recht machen zu wollen und jedem nach dem Mund zu reden. Wohin uns als SPD die Suche nach der ominösen politischen Mitte gebracht hat. Diese bisweilen weichgespülte Strategie ohne Ecken und Kanten, das zeigen deutliche Umfrageergebnisse, wohin uns das führt. Übrigens ein Problem aller Volksparteien. Politiker und Politik tun gut daran, klarer Position zu beziehen. Und wenn ich das ganz persönlich ergänzen darf, uns täte es ein bisschen mehr links durchaus gut. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, war das auch eine Vorgabe, kurz und schmerzlos für mich? Oder soll ich jetzt hier eine viertelstündige Rede halten? Ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Ich will es also noch kurz machen. Nach dem Wahlkampfjahr 2014, wo wir 50.000 Euro in etwa mehr ausgegeben als eingenommen haben, haben wir uns 2015 und bis zur Mitte dieses Jahres eigentlich nur damit befasst, zu konsolidieren, sodass wir
Ende 2015 einen Kassenstand von 25.725 Euro hatten und jetzt zur Kassenprüfung mit Stichtag 23. Mai waren es 33.073 Euro und ganz aktuell, nachdem ich jetzt auch die Auszahlung an die Ortsvereine angewiesen habe, ist der Kassenstand 30.466 Euro. In gewohnter Qualität, knapp und kurz, aber prima und richtig. Aber damit auch das jetzt alles auch richtig ist, wollen wir kurz wissen. Das heißt, wir müssen einmal kurz den Bericht der Revisoren haben. Der Uli weiß das, habe ich jetzt mal gedacht, wer das ist. Der Herr Herbert Springmann und ich, wir haben am 8.6. die Kasse geprüft. Die Kontoauszüge waren alle okay, waren richtig abgebucht. Die Zahlen, es stimmte alles. Die verschiedenen Kassen haben die richtigen Werte gehabt und wurde also fast drei gehabt. Okay, prima, Dankeschön und natürlich auch ein Dankeschön in dem Fall auch nochmal an Uli. Jetzt kommt das Handzeichen, wer dafür ist. Gegenstimmen, einmal Gegenprobe, Enthaltung. Damit ist der Vorstand einstimmig entlastet. Ich danke für das Vertrauen, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Geschäftsführenden Vorstand, für das entgegengebrachte Vertrauen und auch das Votum an dieser Stelle. Dankeschön. Mal das Mikrofon hier, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, liebe Herren Abgeordnete, denn ich glaube, wir sollten diesen Zeitpunkt nicht vorüberstreichen lassen, ohne dass wir Micha Maune für seine inzwischen mindestens vierjährige Tätigkeit herzlich danken und deshalb will ich dazu einige Worte sagen. Micha, du musst jetzt einfach abnehmen, wir haben auch ganz präsent, ich habe auch mit einigen darüber geredet, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ich kann nur erkennen, es handelt sich zweifelsfrei nicht um eine Vinyl-Schallplatte. Ja? Also das ist nur zweifelsfrei erkennbar. Aber wir kennen ja deine Vorlieben für bestimmte, ich hätte jetzt fast gesagt, animalische Verhältnisse. Das war jetzt aber ganz harmlos gemeint, denn er ist ein großer Hundefreund, wie jeder weiß. Was ich aber zunächst mal überhaupt feststellen möchte, generell ist, dass der Micha Baune in den letzten Jahren eine Reihe von Anstößen gegeben hat, dass er neue Ideen eingebracht hat. Er hat gerade selbst Bezug darauf genommen mit Vorstellungen einer Neuorganisation oder Neustrukturierung des Stadtverbandes oder der Verhältnisse hier vor Ort. Darüber ist ja bei uns auch heftig gestritten worden. Ich will jetzt in dem Zusammenhang auch nicht Partei beziehen, aber ich benutze das nur als Beispiel dafür, dass er mehrfach organisatorische und auch andere inhaltliche Vorschläge gemacht hat, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und die auch Früchte getragen haben. Zum Zweiten möchte ich nochmal Gelegenheit nehmen, ganz deutlich zu machen, Micha, und dir dafür herzlichen Dank auszusprechen, dass du im Bürgermeisterwahlkampf, ja man müsste jetzt im Nachhinein sagen, den Kopf für die Partei hingehalten hast, aber nicht nur, weil du den Kopf hinhalten wolltest, sondern weil wir auch von unserem Konzept und weil du auch von dem Konzept und von deinen Ideen und Vorstellungen überzeugt warst. So muss es auch sein, denn Sozialdemokraten sind zumindest bemüht, Pfade zu bekennen und zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Und du warst zu diesem Zeitpunkt ein super Kandidat für die SPD, der einen riesen Aufwand betrieben hat, natürlich mittels vieler Helfer, denen ich bei der Gelegenheit auch nochmal herzlich danken möchte, aber derjenige, der am Ende dafür die Verantwortung trägt, warst du. Auch dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und zum Dritten, darauf hast du gerade kurz Bezug genommen, ich bin froh, dass du weiter hier vor Ort Politik mitmachst und betreibst, denn ich habe mich ja ausdrücklich darum gebeten, weiter aktiv zu bleiben, weil wir können nicht auf solche Köpfe verzichten, die also auch einen großen Bereich der inhaltlichen Felder, die wir abzudecken haben, beackern können. Ja, und dazu gehört sicher Micha Baune. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ich denke, dass auch in Zukunft er eine wichtige Rolle innerhalb der SPD-Fraktion spielen wird und nach meiner Auffassung spielen soll. Ich will das jetzt hier damit gut sein lassen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch immer Bezug darauf zu nehmen, was haben innerhalb unserer Partei Leute geleistet, ja, was haben die aufgewandt in mehrfacher Hinsicht. Und das ist immer ein großes Dankeswort wert, auch wenn ich das heute nicht allzu sehr aussehen möchte. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, Micha. Ich übergebe dir jetzt dieses kleine Abschiedsgeschenk, aber du gehst ja nicht, sondern
du bleibst, wenn auch in etwas anderer Fasson, hätte ich jetzt gesagt. Abschiedsgeschenk in Bibel. Nee, das ist kein Abschiedsgeschenk, sondern ist ein Bewährungsgeschenk. Ganz, ganz herzlichen Dank, Peter, für die netten und warmen Worte. Was macht es mir nicht einfacher? Aber gut, wir gehen weiter in der Tagesordnung. Ja, danke. Liebe Genossinnen und Genossen, wie ihr alle wisst, kandidiere ich heute für die Position des Vorsitzenden des Stadtverbandes. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch vor dieser Wahl kurz noch mehr über mich bzw. über meine politischen Ziele und meine Motivation zu erzählen. Viele von euch kennen mich bereits aus meiner Arbeit im Fraktionsbüro und außerdem habe ich, wie Michael gerade gesagt hat, in den letzten Wochen zusammen mit Inge Zubeck, die heute für das Amt der Geschäftsführerin kandidiert, in einige Ortsvereine besucht, um mich dort persönlich vorzustellen und die Mitglieder der Dorstner SPD vor Ort und ihre Arbeit kennenzulernen. Daher jetzt nur noch ein paar kurze Worte zu meiner Person. Mein Name ist Jennifer Schuck, ich bin in Dorsten aufgewachsen. Nach dem Besuch der Deutner Grundschule und des Gymnasiums Petrinum habe ich in Münster Jura studiert und danach als Rechtsanwältin in den Personalbereichen größerer mittelständischer Unternehmen gearbeitet. Nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich mich vor allem auf meine Kinder konzentriert und mich nebenbei in diversen Gremien wie Kindergarten und Schulpflegschaften engagiert. Heute lebe ich mit meinem Mann und unseren mittlerweile 3 Kindern und unseren beiden Hunden. Michael, wir teilen ja die Leidenschaft der Hunde. Im Marienviertel in Dorsten. Ein Herbst. Ende 2014 traf ich auf einer Veranstaltung der Wichernschule Friedhelm wieder, den ich dann auch aus meiner Schulzeit kannte. So kam es, dass ich ab Januar 2015 begann, für die Dorstner SPD als Referentin im Fraktionsbüro zu arbeiten und Kommunalpolitik erstmals hautnah mitzuerleben. Gleichzeitig war das Jahr 2015 für mich ganz wesentlich geprägt von dem Kampf für den Erhalt der Wichernschule. Ihr werdet es mitbekommen haben. Als eine der Initiatorinnen des Bürgerbegehrens hatte ich in dieser Zeit intensiv Gelegenheit, Einblicke in die Dorstner Politik sowie in die Arbeit der Stadtverwaltung zu bekommen. Ich habe viel gelernt und tatsächlich auch viel Spaß dabei gehabt, in einem so engagierten Team etwas zu bewegen. So viel erstmal zu meiner Person. Seit der Bekanntgabe meiner Kandidatur bin ich immer wieder gefragt worden, welche konkreten Ziele und Pläne ich für den Dorstner Stadtverband habe. Vielleicht wundern sich einige von euch, dass meine Antwort darauf bisher bewusst vage ausgefallen ist. Vor circa 3 Wochen hat die Dorstner Zeitung ein kurzes Interview mit mir abgedruckt. Für dieses Interview hat Herr Diebecker, als Überschrift einen von mir etwas provokanten, aber durchaus bezeichnenden Nebensatz gewählt. Ich habe einen Hang dazu, mich einzumischen. Das stimmt. Ich habe tatsächlich einen Hang dazu, mich einzumischen. Das macht mich vielleicht manchmal zu einer unbequemen Person, aber es macht mich auf jeden Fall zu einer engagierten Person, die Dinge hinterfragt, diskutiert und gegebenenfalls auch versucht, sie zu verändern. Aber eine Person alleine kann niemals oder jedenfalls nur sehr selten wirklich etwas bewegen. Und das muss und will ich auch gar nicht. Denn jeder, der hier sitzt und jedes Mitglied der Dorstner SPD und natürlich auch andere Mitglieder der SPD, haben einen Hang dazu, sich einzumischen. Dieser Hang ist vielleicht mal stärker und mal schwächer, aber er ist grundsätzlich vorhanden. Um diesen Hang, sich einmischen zu wollen, müssen wir verstärkt nutzen und aktivieren, um als Dorstner SPD wieder näher zusammenzurücken, unsere Kräfte zu bündeln und so den Bürgern dieser Stadt die sozialdemokratische Politik wieder näher zu bringen. Ich bin der Ansicht, dass jeder, der mich fragt, was meine konkreten Pläne für den Stadtverband sind, das Engagement, den Wert der Arbeit und das Potenzial der einzelnen Ortsvereine verkennt und unterschätzt. Ich habe in den vergangenen Wochen verschiedene Ortsvereine besucht, ihre Versammlungen beobachtet und mich ausführlich mit den einzelnen Mitgliedern unterhalten. Ich sehe die Funktion der Vorsitzenden des Stadtverbandes keinesfalls als Vortänzerrolle in Anführungszeichen und das ist auch nicht notwendig. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich viele Ideen beisteuern werde. Ich werde mit Elan und Engagement an die Arbeit gehen und gewiss meinen Beitrag leisten. Aber selbst bei meiner kurzen Vorstellungsrunde in den Ortsvereinen wurden mir auf Anhieb so viele Ideen und Vorschläge für die Arbeit des Stadtverbandes zugetragen. Die Themen sind vielfältig. Da geht es ganz viel um Kommunikation, um die Erneuerung von Strukturen, um das Näherrücken der Ortsvereine, um finanzielle Unterstützung, um Informationsfluss vom Stadtverband zur Fraktion und umgekehrt und so weiter.
Ob und welche Themen wir als erstes angehen werden und wie wir vorgehen, das werden wir als Team, bestehend aus dem Vorstand und dem gesamten Stadtverband, besprechen und beschließen. Meine einzig wirklich konkrete Aussage zu diesem Zeitpunkt ist daher, wir brauchen eine Veränderung. Wir müssen uns von alten Strukturen lösen und gemeinsam einen Neuanfang starten. Die zweite Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, ist die nach meiner Motivation. Diese ist für mich leicht zu beantworten. Der Schritt heute für den Stadtverbandsvorsitz zu kandidieren, ist eigentlich nur die logische Konsequenz aus meinem sozialen Empfinden und meiner Persönlichkeit. Und wie könnte ich euch das besser beweisen als mit meiner alten Abitursrede? Die Rede, die ich 1993 auf meiner Abitursfeier am Petrinum als Stufen- und Schulsprecherin gehalten habe. Da fällt mir gerade ein, ich habe vorhin bei meiner Vorstellung mein Alter nicht erwähnt. Bevor ihr jetzt anfängt zu rechnen. Moment. 1993 habe ich Abitur gemacht. Ich bin 42 Jahre alt, erschreckenderweise. Ich möchte euch gerne einen Auszug aus meiner politischen, sehr politischen Rede von damals vorlesen. Los geht's. Ich halte mein Abiturzeugnis in der Hand. Meine Schulzeit ist beendet und ich frage mich, wo stehe ich? Wo stehe ich in einem Land, in dem das Fremde, das Anderssein nicht als Bereicherung empfinden wird, sondern Hass und Gewalt hervorruft? Wo stehe ich in einem Land, in dem Mörder gleichgültig passive Zuschauer finden? Wo stehe ich in einem Land, in dem Zivilcourage und Verantwortung oft fehlen? Wo stehe ich in einem Land, in dem Politik und Kirche nicht deutlich genug Stellung beziehen? Gerade heute an einem Tag der Freude, des Stolzes und der Zuversicht erscheint es mir zwingend, auf die Brandanschläge gegen türkische Mitbürger, bedingt durch die rechtsradikalen Tendenzen in unserem Land, einzugehen. Der muss nicht abgestimmt, Michael. Nein, haben wir nicht. Václav Havel, tschechischer Menschenrechtler, sagt, der kollektive Hass besitzt eine Anziehungskraft auf Menschen, die schwach und egoistisch sind und unfähig zu selbstständigem Denken. Er befreit solche Menschen aus ihrem Gefühl der Schwäche. Es ist doch so einfach zu sagen, das Unglück der Welt hätten Schwarze, Zigeuner, Juden oder Deutsche verursacht. Und man findet in jeder Gruppe immer genügend Deutsche, Schwarze, Zigeuner oder Juden, an deren Verhalten man diese Idee belegen kann. Ganz kurz, ich weiß, dass man heute nicht mehr Zigeuner sagt, aber 1993 war das noch okay. Am leichtesten sind Menschen, denen es schlecht geht, wirtschaftlich oder seelisch, für kollektiven Hass zu gewinnen. Der Kollektivhass zielt auf eine ethnische Gruppe. Einzelne Menschen werden Angriffsziel des Hasses nur aufgrund ihrer Herkunft. Hier, denke ich, liegt die Aufgabe in der Erziehung, die gerade auf Seiten der Schule in den Mittelpunkt rücken muss. Wissen alleine genügt nicht. Bildung alleine genügt nicht. Moralische und ethische Werte müssen die Erziehung durchdringen, mehr als es bisher der Fall ist. Erziehung sollte wegführen von Einzelkämpfertum, Egoismus und Gleichgültigkeit gegenüber anderen und hinführen zu Teamgeist, Verantwortungs- und Mitgefühl und Toleranz gegenüber unseren Mitmenschen. Mitgefühl heißt auch mitleiden. Sind wir überhaupt noch in der Lage, uns vorzustellen, was es für Flüchtlinge bedeutet, ihr Land zu verlassen, weil sie Hunger leiden oder politisch verfolgt sind? Verdienen diese Menschen nicht unsere Achtung und Solidarität? Ist es nicht auch ihr Recht, keinen Hunger leiden zu müssen und frei zu sein? Zitat Ende. Bis hierhin erstmal der Auszug aus meiner Abitursrede. Es macht mich... Es macht mich und vielleicht auch euch sprachlos und erschreckt mich maßlos, dass diese 23 Jahre alte Rede heute noch genauso und irgendeine Veränderung passender und aktueller ist denn je. Schon vor 23 Jahren, als ich erstmals intensiv über meine Zukunft nachdachte, habe ich sehr klar erkannt, dass sich gesellschaftlich und politisch in unserem Land ganz viel bewegen muss. Und ich kann für mich sagen, dass ich in meinem unmittelbaren Umfeld immer versucht habe, die Dinge zu verändern. Aber hier und heute möchte ich gerne die Chance nutzen und mein Engagement und meine Kraft in Form von parteipolitischer Arbeit umzusetzen, um so gemeinsam mit euch auf höherer und breiterer Ebene etwas zu bewegen und zu erreichen. Ich werde alles dafür tun, dass meine und alle anderen Kinder sich in ihrer Schulabschlussrede leichteren und unbeschwerteren Themen zuwenden können. Ihr seht, das Thema die Themen Flüchtlinge, Integration und Ausländerfeindlichkeit sind Themen, die mir persönlich, insbesondere auch für Dorsten, am Herzen liegen. Natürlich habe ich, wie jeder von euch, auch andere politische Ziele für Dorsten und seine Bürger, die ich dringend angehen und umsetzen möchte. Eng mit den gerade genannten Themen verbunden und mir ebenfalls sehr wichtig ist die Dorstner Schullandschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass durch die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen, oft mit Migrationshintergrund, eine Zweiklassenbeschulung entsteht
und die so wichtige Integrationsarbeit einigen wenigen Schulen überlassen wird. Im Gegenteil, wir müssen uns stark machen für Integrationsarbeit im schulischen Bereich, die weit über die reine Bildung hinausgeht und allen Dorsner-Kindern zugutekommt. Ich könnte jetzt noch lange so weitermachen, von Stadtteilverödung über alternative Energien bis hin zur Infrastruktur für Senioren. Es gibt viele Baustellen und ich glaube fest daran, dass wir sie gemeinsam angehen werden. Aber lasst mich jetzt meine Rede beenden mit der gleichen Geschichte bzw. den gleichen Worten wie meine Rede 1993. Ich zitiere darin Elie Wiesel, den Friedensnobelpreisträger von 1989, entnommen aus einer seiner Reden an Schüler und Studenten. Er ruft in dieser Rede zur Einhaltung der ethischen Normen und zu Engagement auf und sagt, dass man Worte vergisst, nie aber eine Geschichte. Es ist die Geschichte von einem Schüler, der zu seinem Lehrer Rebbe kam. Rebbe, sagt der Schüler, es gibt etwas, das ich einfach nicht verstehe. Gott brauchte 6 Tage, 6 endlos lange Tage, um die Welt zu erschaffen. Nun schauen wir sie an. Sie ist schrecklich, sie ist verdorben, sie ist grausam und unmenschlich. Der Meister blickt seinen Jünger an und erwidert ihm sichtlich verärgert, kannst du es besser? Von diesem Augenblick an fühlte der Schüler, dass er Unrecht hatte, denn er spürte, was sein Lehrer ihm sagen wollte. Er stammelte, ich glaube schon. So fuhr ihn der Meister an, du kannst es also besser. Worauf wartest du dann noch? Mach dich auf, geh an die Arbeit, sofort. In diesem Sinne rufe ich deshalb uns alle auf. Liebe Genossinnen und Genossen, machen wir uns an die Arbeit, sofort. Nach dieser Rede ist jedem klar, dass die Jennifer keine Verlegenheitslösung ist, sondern ich denke, dass sie aus meiner Sicht auch in beeindruckender Art und Weise schon hier skizziert hat, wohin die Reise geht. Ja. Also, ich möchte mich jetzt gar nicht mehr großartig vorstellen, weil die meisten von euch, die kennen mich ja schon. Ich möchte auch nicht für mich werben, weil wenn ich bis jetzt nicht von mir überzeugt habe, also die werde ich heute garantiert auch nicht mehr. Und jetzt müssen wir wirklich ernster werden. Ich möchte uns viel mehr vor Augen halten, was uns als Gesellschaft und eben auch als Partei derzeit ausmacht. Ich fange mal mit einem Zitat an. Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen. Doch wir haben die einfache Kunst verlernt, wie Brüder zu leben. Das war ein Zitat von Martin Luther King und ich finde, das passt derzeit wie die Faust aufs Auge. In den vergangenen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, glänzte unsere Partei entweder mit gar keinen oder mit Negativschlagzeilen. Mir ist aufgefallen, dass in unseren Köpfen sehr viele brillante Ideen entstehen. Die teilen wir uns auch mit, keine Frage. Aber aus vielen Worten folgen gerade mal, wenn überhaupt, halb so viele Taten. Woran liegt das? Liegt es daran, dass wir faul sind? Dass wir alle unseren Arsch nicht hochkriegen? Oder sogar, dass der eine gegen den anderen schießt? Vielleicht. Vielleicht von allem etwas. Ich sehe das aber anders. Ich sehe viele, die arbeiten wollen. Viele, die auf ihrem Drang, die Gesellschaft zu verändern, anpacken wollen. Anpacken für eine bessere Welt und für uns gesprochen, für ein besseres Dorsten. Ein Dorsten, das sich nicht dadurch auszeichnet, Schulen gegeneinander auszuspielen. Ein Dorsten, das keine Klientelpolitik unterstützt, à la Christdemokraten. Ein Dorsten für dich,
für mich, für uns alle, ein Dorsten, das vereint. Und vereint, das ist das richtige Wort. Vereint sein heißt, sich zu unterstützen und gegenseitig, so oft es geht, auf die Schulter zu klopfen. Und vielleicht hat uns genau das in den letzten Jahren gefehlt. Uns gegenseitig zu motivieren, anzutreiben, uns die Hand zu reichen und letztlich auf die Schulter zu klopfen. Vielleicht. Aber was ich sicher weiß, ist, dass Jennifer Schuck eine Schulterklopferin ist. Genauso wie Philipp Grabowski. Und was ich sicher weiß, ist, dass in jedem Ortsverein, ob Altendorf, Rade, Altstadt, Lembeck, Wulfen, Deuden-Alt, Wulfen, Herbes oder Holsterhausen, müssen alle genannt werden, ja, dass genau in diesen Orten verdammt kluge und engagierte Schulterklopfer sind. Und da klopfe ich jetzt mal. Lasst uns gemeinsam in den kommenden 2 Jahren Schultern klopfen. Lasst uns gemeinsam unser Dorsten prägen. Und lasst uns gemeinsam Schulter an Schulter dieser Klientelpolitik ein Ende setzen. Und um mit den Worten des großen Willi zu enden: Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum. Nein, das ist nicht unser Hans. Liebe Leute, jetzt habt ihr mir das so ein bisschen, ne? Also ich muss nochmal anfangen. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft, eure Schultern. Und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Dankeschön. So, ich steigere jetzt die Spannung ins Unermessliche. Ich könnte euch sagen, ich habe das Ergebnis schon, was die Stadtverbandsvorstandswahl anbetrifft, die Vorsitzende. Ich sage es aber nicht. Ich weiß es aber. Nein, weil wir erst den Philipp und dann sind wir durch einmal die Gelegenheit wollen, einmal kurz auch noch was zu sagen. Und danach gibt es dann auch das Ergebnis zur ersten Wahl. Philipp. Danke, Michael. Ich habe jetzt keine großartige Rede vorbereitet. Ich bin in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit. Das schwebt mir im Moment so im Kopf herum. Dennoch möchte ich ein paar Gedanken loswerden, die mir jetzt im Laufe der Veranstaltung gekommen sind. Zunächst mal möchte ich mich auch nochmal bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen bedanken. Allen voran Michael Baune für seine Arbeit in den letzten 4 Jahren, insbesondere für sein Engagement vor 2 Jahren im Bürgermeisterwahlkampf. Dann möchte ich mich bedanken bei Eva, und auch bei Petra und Uli. Ich glaube, wir haben zusammen gut harmoniert, gut kooperiert. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir als SPD Dorsten aktiver werden müssen. Damit schließe ich mich, glaube ich, an bei den Vorrednern. Wir haben in den einzelnen Ortsvereinen aktive Mitglieder, die was bewegen können, die was bewegen wollen. Das hat Eva gerade schon festgestellt. Ich glaube aber, dass wir vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und dem damit zusammenhängenden Mitgliederschwund diese Kräfte, die einzeln in unserer Stadt verteilt sind, bündeln müssen. Ob das in Form einer Zusammenlegung von Ortsvereinen ist, das kann ich nicht beantworten. Das müssen die Ortsvereine, wenn überhaupt, selbst beantworten. Wichtig ist aber, dass wir uns zusammensetzen müssen und organisatorische Strukturen, die verkrustet sind, aufbrechen müssen und neu gestalten werden müssen. Und das müssen wir in den nächsten 2 Jahren mit dem neuen Vorstand zumindest beginnen. Zu Ende führen in 2 Jahren geht nicht. Das muss ein fortwährender Prozess werden, wo wir euch alle, die dazu gewillt sind, einbinden wollen. Wir müssen die Schlagkraft bündeln, unsere Außendarstellung verbessern. Auch dazu hatte Jennifer Schuck sich im Interview mit Herrn Diebecker geäußert. Herr Diebecker, Eva Maria Slakek ist es nicht. Da haben Sie sich von Michael Baune so ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Es wird aller Voraussicht nach Jennifer Schuck werden, die der SPD Dorsten vorangehen wird in den nächsten 2 Jahren. Die Aufgaben, die wir wahrnehmen müssen nach außen hin, ist die Repräsentanz der Politik aus Bund und Land. Das heißt aber nicht,
dass wir alles nur wiederholen müssen, was aus Bund und Land von Hans Peter, von Michael Bübner oder auch von Michael Werdes kommt, sondern dass wir ihnen auch konstruktive Beiträge liefern müssen von der Basis und vor allen Dingen auch Kritik entgegenbringen müssen, weil der damit nicht der Eindruck entsteht, die da oben in Berlin oder die da oben in Düsseldorf wissen nicht, was an der Basis abgeht. Das glaube ich bei euch dreien nicht, aber um überhaupt nicht den Eindruck entstehen zu lassen, werden wir euch weiterhin begleiten und euch Futter liefern für eure Arbeit. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch schon aufhören. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche der Veranstaltung weiterhin gutes Gelingen. So, liebe Genossinnen und Genossen, bevor ich euch jetzt noch länger auf die Folter spanne, habt ihr das Ergebnis. Und direkt dann im Anschluss werden wir danach dann erst die Wahlen der beiden Stellvertreter machen. Also, ich komme jetzt zum Ergebnis der Wahl der Stadtverbandsvorsitzenden. Abgegebene Stimmen sind 42, das heißt, alle haben abgestimmt. Davon haben wir 39 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Ich finde das ein überragendes Ergebnis. Liebe Toni Bach, du musst jetzt zu mir kommen. Meine Frau hat gesagt, es gibt eine einzige Frau, der ich auch Blumen schenken darf, und das ist die Stadtverbandsvorsitzende. Ansonsten kriege ich Ärger. Ich habe gefragt, wofür brauchst du Blumen? Ich glaube, es wird eine Frau. Also, Jennifer, auch von mir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, und alles, alles Gute. So, jetzt muss ich. Noch bist du nicht Stadtverbandsvorsitzende? Nein, weil ich muss dich erst noch fragen, Jennifer, nimmst du die Wahl an? Ja, natürlich. Jetzt ist es doch nicht mehr. So. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest. Ich hatte vorher schon. Einfach danke nur. Danke. Und danke für den Vertrauensvorschuss, der es ja dann doch ist. Und ja, ich hoffe, wir werden das umsetzen, was ich vorhin schon gesagt habe. Und alle anderen auch. Ja, danke schön. Alles ist gut. Jennifer hat gesagt, ich soll das ja weitermachen. Sie möchte gerne wieder auf ihren Platz, ne? Hast du, glaube ich, so gesagt, ja? War so. Das ist ja jetzt deine Veranstaltung. Also ich bin nur noch der Moderator. So, wir machen jetzt Folgendes. Petra, können wir die beiden Stellvertreter in einem Wahlgang machen? Staffelübergabe gibt hier, Michael, das ein oder andere nochmal zu sagen. Und ihr habt hier mit vielen Zitaten angefangen, die ihr gerade geliefert habt. Ich fand deine Rede übrigens sehr hervorragend und ich bin auch immer überrascht, wenn man an die Abiturzeit zurückdenkt, welche, ich habe 1992 Abitur gemacht und wir konnten jetzt gerade nicht klären, warum du 1993, obwohl wir genauso alt sind, Abitur gemacht hast. Müssen wir nochmal irgendwie vertiefen. Ich war allerdings nicht zusammen mit Friedhelm auf der Schule. Daran wird es gelegen haben. Ich möchte aber auch mit einem Zitat beginnen, weil ich glaube, dass das unsere Arbeit prägt. Die Arbeit in Dorsten prägt, die Arbeit in dem Wahlkreis von Michael Werdes prägt, in Bottrop, genauso wie sie in Gladbeck prägt. Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Anstrengung. Das ist von Mark Twain. Und warum bringe ich das?
Ich glaube, dass die Sozialdemokratie, genau wie ihr beide, das Ziel nie aus den Augen verloren hat. Wir organisieren seit 152 Jahren den gesellschaftlichen und vor allen Dingen den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und wir haben 152 Jahre Herausforderungen gehabt, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Willy Brandt wollte mehr Demokratie wagen. Er wollte das nicht nur, er hat das gemacht. Da bin ich ja verdammt stolz drauf, dass man in dieser Partei Mitglied sein kann. Und ich finde, man muss auch stolz darauf sein, in dieser Partei Vorsitzender gewesen sein zu dürfen oder Vorsitzender geworden zu sein. Ich finde, das ist immer noch eine tolle Herausforderung. Wir als Abgeordnete haben das zu begleiten, wir haben das umzusetzen, wo ihr die Ziele vorausgebt. Das mal als Replik auf das von dem, was Michael gerade gesagt hat. Ihr müsst ja auch ein bisschen Futter kriegen, war ja auch gerade eine Wortwahl von der Eva. Das bekommen wir. Und ich will euch ein Beispiel geben, weil der Hans-Peter und ich weiß aber auch der Michael Gerdes, da ganz stolz drauf ist, weil wir als erstes Bundesland darauf reagieren. Wir reagieren auf etwas, was wir in den Kommunalvertretungen seit Jahren feststellen. Eine zunehmende Zersplitterung. Jetzt kann einer sagen, ist der Hübner doof, der spricht von mehr Demokratie und die führen die Sperrklausel wieder ein. Nein, wir führen die Sperrklausel wieder ein, weil es nicht überall so ist, wie es in Dorsten ist, dass wir weniger Parteien im Rat haben. Wir haben in Gladbeck, in eurer Nachbarstadt, 11 Parteien im Rat. Gladbeck und Dorsten sind übrigens von der Einwohnerschaft relativ exakt so groß. 11 Parteien. Und deshalb haben wir gesagt, zusammen mit den Grünen, wir wollen das auf den Weg bringen, weil die Gesellschaft sich eben verändert und nicht mehr Demokratie dadurch ausgelöst wird, dass jede Splittergruppe mit wenigen hundert Stimmen mittlerweile die Chance hat, in die Räte zu kommen, die Rateprozesse langsamer zu machen, die Abstimmung nicht mehr so zu ermöglichen und es letztlich final im Ergebnis in vielen Städten dazu führt, dass die beiden gesellschaftlichen Gruppen, die sich seit 1945 demokratisch gegenüberstehen, die beiden großen gesellschaftlichen Richtungen, Christdemokratie und Sozialdemokratie, wobei, Michael, manchmal denkt man ja, dass die Kanzlerin ein bisschen sozialdemokratischer ist als der ein oder andere von uns mittlerweile und wir, die Sozialdemokraten, die CDU mehr stützen müssen und insbesondere die Kanzlerin vor ihren eigenen, die heißt noch nicht Genossen, aber vor ihren eigenen Parteikollegen, die soll schon mal Genossen gesagt haben, habe ich auch schon mal gehört. Aber um genau das zu ermöglichen, haben wir die Sperrklausel wieder eingeführt im Land Nordrhein-Westfalen. Und zwar schreiben wir es in die Verfassung. Und das ist verfassungsrechtliches Neuland. Das hat Risiken, weil wir das erste Bundesland sind, die es flächendeckend machen. Wir sind ein besonderes Bundesland. Wir haben nur 396 Städte und Gemeinden. Im Gegensatz zu Bayern, die mehrere tausend Städte und Gemeinden haben. Und die sind alle besonders groß. Wenn ihr euch Dorsten in Bayern vorstellen würdet, werdet ihr unter den Top 15 Städten. Gladbeck übrigens auch, Bottrop wäre auch entsprechend bei den großen Städten. Neben Augsburg, Nürnberg und München gibt es da nicht so ganz so viele Großstädte, wie es das in Nordrhein-Westfalen gibt. Deshalb führen wir das ein und versuchen, auch die Demokratie in unseren Räten zu sichern. Und von den Herausforderungen, von denen wir stehen, da bin ich euch beiden sehr dankbar, dass ihr das gerade gesagt habt, ist natürlich auch die Herausforderung, dass diejenigen, die nicht Freunde der Demokratie sind, ich sage ja gerne mal Arbeitslosigkeit für Deutschland, dass diejenigen welche eben nicht die sind, die sich unser System zunutze machen, um demokratiefeindlich auf den Weg zu bringen. Und auch dafür schützt eine 2,5%ige Sperrklausel. Und da finde ich, sind wir ganz stolz, dass wir das in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben. Und nun kommt Gerald Dün. Deshalb kann ich mir die Erläuterung sparen, warum wirtschaftlicher, nicht nun, gleich, Entschuldigung. Die Erläuterung sparen, warum Nordrhein-Westfalen weiter ein starkes Land ist. Aber ich will vielleicht dann trotzdem nochmal euch sagen, lasst euch da nicht irre machen, wenn ihr hört von 0,0 Wachstum. Das, was diese Region ausgezeichnet hat, der Strukturwandel, den wir seit mehreren Jahrzehnten zu bewältigen haben, den wir übrigens immer wieder neu zu bewältigen haben. In Bochum hat die letzte Zeche 1971 geschlossen. In Gladbeck übrigens auch. In Bochum ist die größte Industrieansiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt worden, die nennt sich Opel im Ruhrgebiet. Opel steht vor der Abwicklung in Bochum, ist zugemacht worden und auch da ist wieder der Strukturwandel zu organisieren.
Dann hat das Kollege von uns jetzt Oberbürgermeister, muss den Strukturwandel neu organisieren. Das ist ein dauernder Prozess. Wir haben immer gesagt, wir müssen den sozialen Zusammenhalt organisieren, wir müssen aber den wirtschaftlichen Zusammenhalt genauso organisieren, weil zu einer starken sozialen Gemeinschaft immer eine starke Wirtschaft gehört. Das organisieren wir seit Jahrzehnten und ich freue mich, dass wir das auch in Dorsten weiterhin auch mit einer starken Sozialdemokratie, die ja in der letzten Kommunalwahl erkennbar stärker geworden ist. Und dafür auch nochmal danke, dass du das so geleistet hast als Spitzenkandidat der Dorstener bei der Bürgermeisterwahl, die erkennbar stärker geworden ist. Und das müssen wir weiter begleiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Jennifer. Ich glaube, wir freuen uns alle darauf und wünsche der Veranstaltung natürlich noch einen guten Verlauf und will mit einem schließen. Wir haben wirtschaftlich, ein kleiner Gig sei mir noch gestattet, ich habe ja den einen oder anderen mal rübergerufen gerade, Willi, wusste ich nicht, dass du so prominent unterwegs warst und Zitate. Also es war natürlich Willy Brandt, keine Frage. Ich hab mal ausgerechnet, welche Umsatzeinbrüche, der Hans-Peter hat sich da sehr darüber gefreut im Plenum, welche Umsatzeinbrüche die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu verkraften hatte. Weil die FDP gelobt hatte, dass im Saarland der Strukturwandel ganz erfolgreich gelaufen ist. Der Strukturwandel im Saarland hat dazu geführt, dass die aktuell ein Bruttoinlandsprodukt von 35 Milliarden Euro haben, in etwa. Übrigens, der Chemiepark hat ein Bruttoinlandsprodukt, der ist größer, das nur mal so am Rande. Aber der PHP hat es immer mal in Pommesbuden ausgedrückt. Da habe ich mal die Zahl genommen, habe die mal durch die Anzahl der durchschnittlichen und den Umsatz der durchschnittlichen Pommesbude ausgedrückt. Das wären 53.000 Pommesbuden. Wenn eine Pommesbude im Saarland zumacht, wird es da merken. Wir merken das bei 650 Milliarden Bruttoinlandsprodukt in Nordrhein-Westfalen nicht. So, diese volkswirtschaftliche Leistung wird hier immer noch erbracht. Darauf können wir stolz sein. Da wird der Garantien auch noch ein paar Ausführungen zu machen. Ich danke für meine etwas launigen Grußworte, vor allem, dass ihr dies ertragen habt. Und wir werden in Düsseldorf natürlich weiter dafür kämpfen, dass diese Region nicht allein gelassen wird. So, das muss ich formal einmal, deswegen hat der Philipp eben schon so mit Handzeichen darauf hingewiesen. Danke dir erstmal für die Worte aus Düsseldorf. Ja, du darfst da auch, Hans-Peter. Ich meine, mein Gott. Ja, alles gut. Aber ich muss formal etwas loswerden. Wir müssen nämlich den Wahlgang jetzt eben schließen, damit ihr eingesammelt werden kann, damit die zählen können. Und die zählen jetzt extra langsam für dich, Hans-Peter. Ja, du wolltest doch, oder? Ja, erst kurz nicht schnell genug gehen und dann komm her, alter Mann. So. Liebe Genossen, zunächst mal, ganz ordentlich, aber ich habe ja heute gehört, dass überall ein bisschen verjüngt. Zunächst mal möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Michael, für die Zusammenarbeit der letzten Jahre. Und ich hoffe, Jennifer, dass wir zusammen auch eine gute Zusammenarbeit haben. Ich sage von mir aus nochmal herzlichen Glückwunsch. Freut mich, dass ich sag mal jetzt eine junge Frau, mal wieder in einem Stadtverband im Kreis Recklinghausen ist. Wirklich, glaube ich, bin selber Stadtverbandsvorsitzender. Und manchmal ist es so, dass junge Frauen wenig Zeit dafür die Politik haben. Und ich bin froh, dass du mir einen Teil davon genommen hast, deiner Zeit, um jetzt Politik in Dorsten zu gestalten. Und ich gehe mal davon aus, dass du die gesamte Unterstützung bekommst. Und es muss ja nicht immer CDU sein, die hier die meisten Stimmen haben, sondern viel schöner, wenn du Sozialdemokraten werden. Und ich will mal so sagen, ich habe deine Rede sehr beeindruckt, ich fand sie sehr gut und auch zu Düsseldorf nicht mehr viel zu sagen, da hat mein Vorredner alles gemacht, unser sehr geschätzter Stadtvertreter, Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion, da sind wir übrigens sehr stolz drauf, weil wir haben jemanden im Kreis Recklinghausen, der unsere Worte noch ein bisschen näher bringen kann an die Regierung und in den Fraktionsvorstand, weil wir auch in Recklinghausen einiges zu erledigen haben. Ich sagte mal ganz am Rande, Newpark, den Arbeitsplätzen auch Dorstner von profitieren soll. Aber nochmal zurück zum Anfang. Liebe Jennifer, wie gesagt, redet sehr beeindruckend. Denn nur wer seine Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Und dafür wünsche ich dir auch Glück auf. Applaus. Ja, Hans-Peter, auch dir herzlichen Dank. Michael, Ja, kurz. Alles gut. Ich habe die Jungs extra gesagt, die sollen langsam zählen.
ich denke, ich brauche auch kein Mikro. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute. Aber ich freue mich auch ganz besonders natürlich jetzt mit Jennifer und ihr zusammenzuarbeiten. Von mir aus noch einen herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für deine Arbeit. Und ich denke, es wird eine erfolgreiche Arbeit für Dorsten, für den Kreis und natürlich auch für die Wahlkreise im Land und im Bund. Und ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich wieder Zeichen, dass Menschen sich für Menschen einsetzen. Und das konnte ich deiner Rede entnehmen, dass du genau eben in dieser Linie arbeiten möchtest. Menschen für Menschen sollten da sein. Da sind wir schon mal einem Punkt, der uns im Moment in den letzten Monaten schwer bewegt hat. Das ist der ganze Themenkomplex Flüchtlinge, Asyl, Integration. Das hat hier in Dorsten gleichermaßen gut geklappt wie in Gladbeck und in Bottrop. Und die Menschen draußen sehen das wirklich so. Ich glaube, du hast es gesagt, dass es keine Touristen sind, die hier hinkommen, dass Menschen in Not hier hingeflogen sind. Und wer weiß das besser, wie Menschen aus dem Ruhrgebiet, der ein Schmelztiegel von Menschen aus der ganzen Welt im Grunde genommen sind, die hier aufgrund der Arbeit zunächst hingekommen sind, aber auch viele natürlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg hier geflüchtet sind. Und ein Stückchen dessen, was damals als Solidarität eben da war, geben wir heute gerne weiter. Und deswegen ärgert mich das so fürchterlich, wenn wir jetzt mit der AfD eine Partei in Anführungsstrichen haben, die sich jenseits des Grundgesetzes stellt, die wirklich fordert, auf Menschen zu schießen, die in unser Land wollen, die aber auch ganz klar sagen, wir wollen diese Flüchtlinge hier nicht. Das sind Sozialschmarotzer. Da sage ich, sag mal, wie habt ihr denn überhaupt ein Menschenverständnis? Das kann es ja nicht sein, dass so Brandstifter wie Gauland und Höcke hier unser Land übernehmen wollen. Und da sage ich, ja, ich brauche gute Nachbarn, aber ihr gehört nicht dazu. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe dieser Tage ein schönes Zitat gehört. Petri hat gesagt, wir sind das Fieberthermometer der Nation. Ja schön, dann wissen wir jetzt endlich, wo wir sie hinstecken können. Wir dürfen uns aber jetzt nicht einfach von der AfD abwenden und so tun, als wenn sie nicht da wären. Wir müssen uns inhaltlich mit denen auseinandersetzen. Wir müssen klar machen, was sie wollen. Dass sie nämlich Rentenpolitik machen wollen, die an unserer Rentenpolitik total vorbeigeht. Beispielsweise Berufsunfähigkeitsrente soll nicht mehr solidarisch finanziert werden, sondern soll ein persönliches Lebensrisiko werden. Frauen gehören wieder zurück an den Herd. Das ist die Aussage, die die AfD macht. Und sie wollen auch ganz deutlich nicht an Erbschaftssteuer, sondern an Reichensteuer. So, und das sind alles Punkte, die wir jetzt demnächst auch wieder mit angreifen werden. Und da sage ich auch nochmal deutlich, ja, im Moment sieht es nicht so gut aus mit der Großen Koalition, aber ich sage euch auch deutlich, wir werden bis zum Ende diese Große Koalition durchführen, weil wir noch das eine oder andere auf unserer Agenda haben. Und das können wir nicht durchsetzen, wenn wir in der Opposition sind. Und ich sage aber auch deutlich, wie eine weitere Regierungsbeteiligung nachher aussehen wird. Das werden wir am Wahlabend der Bundestagswahl entscheiden können und nicht vorher. Und deswegen gibt es auch vorher keine Aussagen aus meiner Sicht zu einer weiteren Koalition, wie sie auch immer aussehen wird, geben. Von daher wünsche ich dir, Jennifer, alles Gute für deine Arbeit. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir werden hier, Land und Bund, auch eure Hilfe hier brauchen. Der Philipp hat es ja gerade auch nochmal deutlich gesagt, wir müssen auch wissen, wie liegt der Puls der Zeit, wie liegt der Puls hier in Dorsten beispielsweise, damit wir unsere Themen auch platzieren können. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch, aber ich möchte eins nicht vergessen. Ich möchte nicht vergessen, der Michael Braune auch nochmal Danke zu sagen für die Jahre einer guten Zusammenarbeit, sowohl, ich sage das mal, im menschlichen, als natürlich auch im politischen Bereich. Und herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ich wünsche euch jetzt hier noch viel Erfolg beim heutigen Parteitag und ich freue mich auch gleich auf Karel Bühl. Ich bin mal gespannt, was er zum Thema Nordrhein-Westfalen sagt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich dann auch wieder Arbeitsaufträge Richtung Berlin nehmen kann. Michael, du bist das normal, aber dafür sind wir ja da. Herzlichen Dank und Glück auf! So, ja, das Ergebnis der Wahl der Stellvertreter liegt, oder Stellvertreterin, liegt vor. Ich mache das jetzt kurz und schmerzlos. Eva-Maria Schlagicke, 37 Ja-Stimmen, 2 Nein und 3 Enthaltungen. Die Eva müsste die Wahl annehmen. Dankeschön, Eva nimmt die Wahl an.
Und herzlichen Glückwunsch auch meiner Seite. Wir kriegen ja langsam hier sozialistische Ergebnisse. Hola, hola. So, aber ich kann euch sagen, es geht noch ein bisschen sozialistischer. Philipp Grabowski, 42 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. 100%, das haben wir auch noch nicht da. Lieber Philipp, nimmst du die Wahl an? Also, wer es nicht mitbekommen hat, ja, wir nehmen die Wahl an. Eine gute Wahl, wie ich finde, und ein tolles Team, was sich da langsam zusammenbaut. So, tolles Team, das ist das Thema. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, schaffen wir aber. Wir kommen als nächstes zur Wahl der, ach, da ist es so. Jawohl, der oder des Kassierers. So. Ja, so viel Kuschelzeit muss sein. Schade. Ja. So, okay. Für die Wahl des Kassierers stehen nach meiner Kenntnis, wir haben einmal die Kandidatur Uli Guthoff und gibt es eine weitere Kandidatur nochmal? Helmut Meier. Helmut Meier. So, ich möchte beiden die Gelegenheit geben, sofern das gewünscht ist und sie das möchten, aber in Anbetracht der Zeit bitte ihr keine Stundenbewerbungsschrift, wenn es eben geht, weil wir sonst völlig aus dem Fahrwasser kommen. Aber wie gesagt, Gelegenheit ist da, kein Problem. Sich bitte kurz vorzustellen und warum Sie sich, wenn der Wunsch besteht. Ich zwinge niemanden, aber wenn. Du würdest gerne. Alles klar. So, pass mal, dann kommen wir zu uns. Soll ich hier? Geht das oder sonst? Ich gebe dir auch das Mikro. Ja, klar. Kein Problem. Ich, Genossen gebe ich dir mal die Hand. So. Liebe Genossinnen und Genossen, wie so viele von euch bin ich körperlich alt. Wie so viele von euch bin ich sehr lange in der SPD. Wie so viele von euch bin ich dem Vorwurf, ein alter Greis zu sein, ausgesetzt. Aber wie so vielen von euch ist mir unsere Gesellschaft, unsere Stadt und auch unsere Partei nicht egal. Wie so viele von euch bin ich zwar körperlich nicht mehr der Sportlichste, doch wie so viele von euch fühle ich mich nach wie vor geistig auf der Höhe unserer jungen Leute. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Helmut Meier, geboren bin ich am 8. Januar 1945 in Essen. Weit vor Jenny, Philipp und Eva. Ja, sogar das Parteibuch habe ich länger als jeder von Ihnen lebt. Genau 54 Jahre bin ich in der SPD. Angefangen habe ich in Essen bei den Falken. Später habe ich lange Jahre ehrenamtlich in einem großen Fußballverein die Kasse geführt. Mit dem Entschluss, nach Dorsten zu ziehen, bin ich auch hier bereit gewesen, in der SPD Verantwortung zu übernehmen. Seit einigen Jahren führe ich nicht nur die Kasse des Ortsvereins Wulfen, sondern auch die eines Fußball- und Gymnastikvereins. Liebe Genossinnen und Genossen, junge, frische, innovative Ideen brauchen einen stabilen, erfahrenen Unterbau. Ich werbe um euer Vertrauen, um der politischen Erfahrung im neu gewählten Vorstand eine Stimme zu geben. Die französische Schauspielerin Jeanne Moreau hat einst gesagt, alternde Menschen sind wie Museen. Nicht auf die Fassade kommt es an, sondern auf die Schätze im Inneren. Okay, danke. Okay, dann wird es doch noch sportlich zum Ende. Gut. Ich kandidiere heute, unterstützt durch meinen Ortsverein, erneut für das Amt der Geschäfts- und Schriftführerin. Die nächsten zwei Jahre stehen im Zeichen wichtiger Wahlen zum Landtag und zum Bundestag. Mit Michael Gerdes, Michael Hübner und Hans-Peter Müller stehen wir kompetenten Politikern zur Seite.
und werden in den folgenden Monaten unsere Aufgaben und unseren Einsatz im Stadtverband darauf konzentrieren, dass alle drei Abgeordneten ihre erfolgreiche Arbeit in den Parlamenten fortsetzen werden. Ich möchte die allgemeine Arbeit des Stadtverbandes und den kommenden Wahlkampf mit meinem Wissen, meiner politischen Erfahrung und in den nächsten 2 Jahren weiter aktiv mitgestalten. Unser Stadtverband hat sich verjüngt. Darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich, dass unsere jüngsten Mitglieder zur Wiederwahl gestanden haben und gewählt wurden. Ich bitte aber alle Genossinnen und Genossen, geht in eure Ortsvereine und gebt dort neue Impulse. Setzt Zeichen, auch in diesen Vorständen. Bringt euch auch außerhalb festgelegter Funktionen ein. Setzt euch mit den langjährigen Genossinnen und Genossen auseinander. Seid unbequem, hört den Alten aber auch zu, lernt und profitiert aus ihrem Wissen und ihrer Erfahrung. Die Ortsvereine sind das Fundament und das Gerüst des Stadtverbandes. Nur ein solides Fundament und ein starkes Gerüst können unseren Stadtverband und somit unsere Partei auf Dauer durchsetzungsfähig und erfolgreich halten. Ich bitte euch heute, schenkt mir weiterhin euer Vertrauen und eure Stimme. Ja, ich wollte lauter Damen auf die Bühne erfüllen. So, okay, bitte. Ja, hallo. Hört ihr mich? Okay. Liebe Genossinnen und Genossen, vielleicht bin ich noch nicht so bekannt. Mein Name ist Inge Zurek. Ich habe 1987 Abitur gemacht. Also alles können rechnen, ich bin 6 Jahre älter als Jenny. Ich bin hier in den Herbst aufgewachsen. Ich bin hier in Herbst aufgewachsen, zum Studium mal nach Bochum gegangen und zurückgekehrt. Und auch nach Herbst zurückgekehrt. Ich habe vorher hier in Dorsten eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskauffrau und auch immer mal wieder im Beruf gearbeitet. Vor 8 Jahren bin ich dann in die Dorster SPD oder überhaupt in die SPD eingetreten und vertrete die Sache für uns als sachkundige Bürgerin seit 2009 im Schulausschuss. Und seit 2014 bin ich die Sprecherin im Schulausschuss für uns. Ja, vor einiger Zeit hat Jennifer Schmuck die politische Bühne dieser Stadt betreten und es war auch gut so. Jennifer belebt die Szene. Sie steuert Neues bei und wir haben eine ähnliche Betrachtungsweise. Und nachdem wir uns persönlich kennenlernten, war ich froh, sie dann auch noch in meinem Ortsverein wieder zu treffen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass wir gut als Team zusammen funktionieren. Aus dieser Situation heraus haben wir uns dazu entschlossen, die Aufgaben im Stadtverband gemeinsam anzugehen, zusammen mit euch. Zwar will ich Neuland betreten, was meine Aufgaben hier im Stadtverband betrifft, aber ich bin überzeugt, dass ich das lerne und dass ich das schaffe. Ich gehe strukturiert an meine Aufgaben ran und, wie schön, ich habe schon viele freundliche Angebote zur Unterstützung bekommen. Dankeschön. Jennifer und ich möchten, ich glaube, das haben jetzt alle gesagt, aber wir haben uns nicht abgesprochen, die Energie, die hier vorhanden ist, aufgreifen und zu einem kraftvollen Miteinander bündeln. Ja, und Aphorismen haben wir auch hier alle. Ich ende dann damit. Das ist von Georg Christoph Lichtenberg, der hat es in seinem Sudelbuch geschrieben. Vor 200 Jahren, er hat genau hingeschaut und da hat er gesagt, ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn alles anders wird. Aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Dankeschön. Das ist einmal für Altendorf Ulfkotte Rolf Fehlinger. Ich glaube, kennen alle, wir müssen jetzt da nicht, Rolf sitzt da vorne. Für Altwulfendeuthen Werner Laube, auch glaube ich bekannt vorne. Dann haben wir, ach das muss ich einmal ändern, Holsterhausen, Monika Luft, auch sitzt hier vorne. Dann haben wir für Wulfen als Beisitzerin Elspeth Kolotek. Elspeth sitzt da vorne. Rade, muss man fragen, Rade hat nicht benannt. Das heißt, ihr habt aber jetzt die Gelegenheit, wenn du jetzt einen Namen nennst, ist das okay? Christoph Kopp. Bist du einmal bitte? Okay. Also für Rade Christoph Kopp ist auch bekannt, denke ich mal. Altstadt Heiko Raffe. Heiko, da, okay. Herbes Ali, Sen? Ali ist im Urlaub. Ali ist im Urlaub, ja. Okay, also für Herbes Ali Sen.
Und für Lembeck Rainer Walter. So, das sind die aus den Ortsvereinen benannten. Das heißt, wir können formal, das mag sein, netter, einmal kurz, gibt es grundsätzlich sozusagen eine, der gegen diese Beisitzerschaft, beziehungsweise andersrum, wer ist für die Liste der von mir jetzt gerade so benannten Beisitzer aus den Ortsvereinen, die würde ich ganz kurz um das Handzeichen bitten. Ich habe jetzt meinen Zettel da vorne, aber ich mache es nur mit der Hand. Okay, Gegenstimmen, Enthaltungen, keine. Somit sind dann die Beisitzerinnen und Beisitzer auch gewählt. Auch euch allen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die weitere Arbeit. So, ich komme dann zum Ergebnis der Wahl des Kassierers für den Stadtverband. Ihr habt das Ergebnis da, ne? Oh, guck mal, habe ich einen mitgefehlt. Also, wir haben, okay, Uli Guthoff, 26 Ja-Stimmen, Helmut Meyer, 16 Ja-Stimmen. Insofern ist Uli Guthoff gewählt durch die Versammlung. Uli, ich darf dich fragen, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Uli, dann auch dir herzlichen Glückwunsch und ich denke mal, gute Zusammenarbeit auch für die nächsten zwei Jahre im Stadtverband Vorstand. Wir kommen dann jetzt zur Wahl, und das ist die letzte Wahl, die wir durchzuführen haben, der Geschäftsführerin oder des der Geschäftsführerin, denn die wird es auf jeden Fall. Gleiches Verfahren wie gerade, ein gelbe Zettel werden ausgeteilt, zwei Namen stehen drauf, die haben sich gerade vorgestellt und dann schließe ich den Wahlgang und erzähle aus. Prima, okay, ich würde sagen, legt los. Ein Grußwort, einen Teil sparen. Ich habe nämlich, wie ihr das von mir gewohnt seid, auch inhaltlich einige Aussagen zu treffen. Ich spreche kurz einen bundespolitischen Aspekt an, das mache ich jetzt. Bei der Begrüßung des Ministers dann diesen lokalpolitischen, der dann auch überleitet, ja, zu der Rede. Fett gehabt, ne? Also, Bundespolitik ist ja, verliert er mich ja gerade. Ich wollte nämlich bezogen auf die Armenien-Resolution, Micha, euch herzlich danken, den Bundestagsabgeordneten, dass ihr da Pol gehalten habt, denn es gab ja da durchaus erheblichen Druck von bestimmter Seite, so nicht zu verfahren. Ich frage mich allerdings, da muss ich auch kritisch anmerken, wo bei dieser Gelegenheit, in dieser wichtigen Angelegenheit, unsere, das ist mir etwas locker, Oberbonzen waren. Das gab sicher auch eine Kritik in der Fraktion, nehme ich an, ich habe mit dir vorhin nicht drüber gesprochen, aber es stellt sich für mich schon die Frage, ist das Fernbleiben und nicht Farbe bekennen wollen in einer wichtigen Angelegenheit wie der Armenien-Resolution ein Gebot der Realpolitik? Oder ist das Sanfte nicht nachzuvollziehen zu den Attacken Erdogans auf deutsche Abgeordnete seitens der Bundeskanzlerin nicht reine Beschwichtigungspolitik? Dazu sage ich, was moralisch falsch ist, kann politisch nicht richtig sein. Und wir haben ja gerade einen Punkt angesprochen. Ich setze jetzt keinen Kontrapunkt zu Micha Baune und den anderen Rednern, wie ihr gleich sehen werdet, aber ich ergänze in einer wichtigen Sache, weil ich der Meinung bin, ich habe das schon mehrfach hier vorgetragen, solange sich die Bevölkerung durch eine Art Beschönigungs- und Beschwichtigungspolitik verschaukelt fühlt, steigern wir eben die Zahlen von AfD und anderen rechtsradikalen Spinnern und befeuern damit den Unmut und das Verzagen an unseren Verhältnissen in der Bevölkerung. Denn natürlich haben die Leute ein Gespür dafür, was faul ist und der Deal mit dem unentwegten Vorkämpfer der Menschenrechte, dem Intensivpfleger von Demokratie und Pressefreiheit, Herrn Erdogan, der ist oberfaul. Wer mit Bluttests die Rassereinheit von deutschen Abgeordneten prüfen will, ist nicht mehr weit entfernt von dem, was wir als Wesensmerkmal des Faschismus kennzeichnen. Das muss man deutlich sagen. Und da sind Unterwerfungsgesten völlig fehl am Platze. Und meine Eingangsbemerkung richtet sich dann auch natürlich auch an unsere Führungscrew, die manchmal auch so handelt, dass man den Eindruck haben könnte, sie wäre Bestandteil einer deutschen PKK. PKK übersetze ich allerdings mit politische Kosmetikkoalition. Ich will darauf hinaus, dass die miesen Umfragewerte der SPD
sich nicht allein mit einem Infodefizit in der Bevölkerung über die Guttaten der SPD erklären lassen. Natürlich müssen wir die Kommunikation so vorantreiben, dass das, was hier durchgeführt worden ist, beispielsweise Mindestlohn und andere Dinge, dass das entsprechend ankommt. Dann sind wir darauf angewiesen, dass die Medien mitspielen. Aber, oder andererseits auch jetzt von Micha angesprochen, wir uns weiter nach links orientieren müssen, für Wohnungen sorgen müssen für die Bevölkerung, die Steuerpolitik, Stichwort Vermögensteuer und so weiter, endlich angehen müssen und nicht nur 10 Jahre drüber reden. Alles richtig, das ist unser Weg, aber wir müssen auch die Bevölkerung ernst nehmen in ihren Sorgen. Und jetzt sage ich mal zum letzten Punkt, das ist eben kein Kontrapunkt zu dem, was Micha gerade gesagt hat, damit da mich keiner missversteht. Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und wirklich in Not sind, die sind herzlich willkommen und denen müssen wir natürlich helfen. Denjenigen, die integrationswillig sind, müssen wir unter Arme greifen. Und wir müssen drittens auch dafür sorgen, vor allem, dass die Integration gut vonstatten geht, denn wir brauchen diese Menschen. Aber es muss besser als bisher gelingen. Da muss man auch Klartext reden wie Willy Brandt. Ich muss Probleme deutlich beim Namen nennen. Ich sage es jetzt mit einer biblischen Formulierung, die ist nahezu unangreifbar. Es muss besser gelingen als bisher, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die 1-2%, die, um im Jargon zu bleiben, den Akkord kaputt machen, die müssen wir unter Kontrolle bringen, damit nicht alle anderen unterleiden müssen und wir diesen Weg der Willkommenskultur auch ernsthaft weitergehen können. Soweit zunächst. Herzlichen Dank. Danke für Ihnen. Alles gut? Gut. So, jetzt haben wir dann auch das Ergebnis. Ah, okay. Ah. Okay, das heißt also im Kalender, wir haben also 41 abgegebene Stimmen, weil ein Delegierter sich verabschiedet hat, aber das hat wahrscheinlich nichts mit den Reden zu tun. Das ist eine Angelegenheit. Nein, also kann ich. Jenny, kann ich. So, also, das Ergebnis. Kandidatenvorschläge waren Petra Sonnbech, Inge Zurich, Geschäftsführerin, bzw. Schriftführerin. Für Petra Sonnbech Romanski haben abgestimmt 18 Ja-Stimmen, für Inge Zurich 23 Ja-Stimmen. Damit haben wir ein Ergebnis. Inge Zurich ist gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss Sie fragen, wir bringen jetzt die Wahl an. Wir nehmen die Wahl an. Dankeschön. Damit haben wir den Vorstand, den neuen Stadtverbandsvorstand, komplett gewählt, inklusive aller Beisitzer. Das heißt, alles das, was wir sozusagen hier heute abarbeiten mussten, haben wir abgearbeitet. So, jetzt hat der Philipp eben einmal, jetzt muss ich mal nachfragen, du wolltest noch einmal etwas, die Jusos oder so irgendwas, ich habe das nicht verstanden. Du hast, pass auf, ich gebe dir jetzt Folgendes. Meine Ambition war die, dass ich mir als scheidender Stadtverbandsvorsitzender, dass es mir gelingt, die letzte Veranstaltung, die ich leite, pünktlich zum Ende zu bringen. Die ist bis 12 Uhr geplant gewesen, wir haben 5 vor 12. Also nicht im politischen Sinne, sondern tatsächlich, was die Uhr sagt. Nicht natürlich, dass das jetzt wirklich Wolfgang Bauer sagt, wir haben 5 vor 12. So habe ich nicht gemeint. Also, ich möchte, dass wir das einhalten und dass wir das schaffen. Revision. Entschuldigung, siehst du? Da müssen wir nach oben. Oh, aber die können wir vielleicht Akklamation, ne? Ja, Akklamation. Also, Revisoren, da standen zwei, das muss mir einmal den Namen sagen. Da stehen unten. Ach nee, Entschuldigung. Uli, du hast gesagt, das machen die wieder weiter, ne? Jawohl, einmal und Herbert Springmann. Ne? Ihr habt das beide bislang gemacht und seid auch bereit, das weiterhin zu machen. Da muss ich jetzt einmal fragen, weil es bei Akklamation wird. Also, Revisoren, sagst du einmal nochmal die Namen hin, dass wir so... Jörg Grosche und Herbert Springmann. Okay, so. Wer ist dafür, dass wir die auch weiterhin als Revisoren einsetzen? Dagegen? Enthaltungen, dann haben wir die damit auch benannt. So, jetzt sind wir aber tatsächlich durch und ich bin immer noch in der Zeit und es wird mir gelingen, wenn du jetzt unter einer Minute bleibst, na unter 2 Minuten. Philipp, komm. Ja, ich wollte den Parteitag nicht verstreiten lassen, um die Gelegenheit zu nutzen, einem Urgestein der Dorstener Sozialdemokratie zu danken, ein Mann hier unter uns,
Er wurde gerade auch schon mit einem anderen Urgestein der Partei verwechselt, aber er ist für Dorsten mindestens genauso wichtig wie Willi für die Bundes-SPD wichtig war. Lieber Hans Willi, ich möchte dir, nachdem du dich in dieser Woche auch als Ortsvereinsvorsitzender deines Ortsvereins Rade aus der ersten aktiven Reihe zurückgezogen hast, danken für deine geleistete Arbeit als Ortsvereinsvorsitzender in Rade, aber noch viel mehr als derjenige, der als Vorsitzender unseres Stadtverbandes von, jetzt lass mich nicht lügen, 2008 bis 2012 die Partei, die Form einer Zeit, ja, ich will nicht sagen zerrüttet, aber trotzdem ein angespanntes Verhältnis hatte hier in Dorsten zwischen den Ortsvereinen, wieder zusammengeführt hat und insbesondere, und deswegen stehe ich hier aus Sicht der Jusos, dazu beigetragen hat, dass es die Jusos auf Stadtebene in Dorsten wieder gibt. Hans Willi hat damals gesagt, er wird sie stets vor die Jusos stellen und sie wie ein zartes Pflänzchen behandeln und schützen. Aus diesem zarten Pflänzchen ist aus den aktiven Jusos, die wir sind momentan 5, das ist nicht viel, aber wir sind schlagkräftig. Aus dieser zarten Pflanze ist ein Baum erwachsen, den wir erhalten wollen, indem wir in Zukunft weiterhin auch mit nur 5 aktiven Mitgliedern, die Fluktuation in den Jahren war sehr hoch, in den letzten Jahren, seit 2009, trotzdem weiterhin so aktiv sind, wie wir sind und noch weitere neue Mitglieder gewinnen, um die Jusos auch weiterhin zu erhalten. Lieber Hans Willi, du hast die SPD vereint, du hast die Jusos wieder nach vorne gebracht, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Und da du dich jetzt auch in deinem Ortsverein endgültig aus der ersten Reihe zurückziehst, auch wenn du uns natürlich noch weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen wirst, möchte ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken und dich einmal kurz nach vorne bitten. Ein Begriff für die Dorstener SPD, für die Jusos, aber auch für unseren Ortsverein. Jetzt hast du schon ein wenig, Unterhaltung geboten bekommen. Ich gebe dir die nötige Nervennahrung dazu und hoffe, dass du uns erhalten lässt. Timing funktioniert, Punkt 12 Uhr, eine Minute rüber. Eins will ich loslassen. Bei seiner letzten Wiederwahl im Ortsverein, dann rief er mich an, den Stadtverband, und sagte, Michael, ich bin wiedergewählt, aber ich habe den Eindruck, in der Rade wird nicht mehr gewählt. Das war eine Akklamation auf Lebenszeit.
Aber Sie haben offensichtlich doch wieder gewählt. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, ich will gewählen oder ob andere wählen wollten. Egal, lassen wir es dabei. Es ist alles gesagt, deswegen brauche ich da nicht noch was zu ergänzen. Ich glaube, was deine Person anbetrifft, da stehst du sozusagen über allem. Es ist mir gelungen, das fast auf den Punkt genau hinzubekommen. Ich bedanke mich bei euch, weil letzten Endes geht das nur mit einer Versammlung, die dann auch so funktioniert, damit man die Zeit einhalten kann. Ich bedanke mich nochmal für, wie gesagt, die Versammlung und so, wie sie abgelaufen ist. Ich denke, wir haben einen hervorragenden neuen Vorstand gefunden. Das heißt, wenn die Versammlung auch erfolgreich beendet. Und ich bedanke mich nochmal bei euch ganz, ganz herzlich. Wie gesagt, bin ich nur in anderer Funktion. Geht's weiter. Thank you.